So, ich muss hier leider nachvertonen, das ist aber nicht so schlimm. Es geht um Logarithmengesetze. Das heißt, ich werde erst ganz schnell gucken, was habe ich denn vorhin geschrieben und werde es dann ganz schnell kommentieren. Ich hoffe, dass man den, doch den Cursor kann man sehen, das wird dann funktionieren. Logarithmengesetze machen uns die Sache einfacher. Sie sind also keine bösen Gesetze, die es ganz schlimm auswendig zu lernen gilt, sondern sie werden uns das Leben durchaus erleichtern, genauso wie die binomischen Formeln uns ein umständliches Ausmultiplizieren ersparen, so ersparen uns Logarithmengesetze umständliches Rechnen. Und sie werden uns in die Lage versetzen, mit dem Taschenrechner zu rechnen. Ich wiederhole nochmal schnell, es kam uns darauf an, dass wir die Logarithmen als eine andere Schreibweise erstmal auffassen. Und zwar, wenn 2 hoch 3 8 ist, dann kann ich auch sagen, 3 ist der Logarithmus von 8, aber bezogen zur Basis 2. Also 3 ist der Exponent, der letzten Endes dann 8 ergibt, wenn ich 2 als Basis habe. 2 hoch 4 ist 16. Ich kann das wieder anders sagen. Also der Logarithmus zur Basis 2 von 16, vom Ergebnis sozusagen, sonst ist gleich 4 und so weiter. Das waren solche Dinge, die hatten wir uns, mit denen hatten wir uns vorher beschäftigt. Mal sehen, was ich danach geschrieben habe. Ja, ich habe die 4 dann größer schreiben wollen. Das sah aus wie eine Hochzahl, ein Exponent, das möchte ich aber in diesem Fall nicht. x² ist 25. Ich bin dann darauf eingegangen und habe gesagt, so wie wir zum Beispiel das reine x durch Wurzeln ermitteln, ich sage Wurzeln dazu, also radizieren. Das heißt, wir schreiben auf beiden Seiten über die Ausdrücke, die schon da standen, eine Wurzel. Genauso werden wir das Logarithmieren anwenden, analog also. Wenn zum Beispiel x² ist gleich 25 dasteht, habe ich glaube ich dann geschrieben wieder, ja. Und ich schreibe einfach Logarithmus dahinter, hinter den Regiestrich, dann heißt es, auf der nächsten Zeile werde ich statt einer Wurzel in diesem Fall einfach Logarithmus dazu schreiben. Das Wort Logarithmus, LOG. Zu dem, was vorher da stand. Natürlich ist es aber wichtig, dass ich auch eine gewisse Basis bestimme. Also in diesem Fall sage ich, der Logarithmus zur Basis 10. Natürlich muss ich das dann da auch getan haben. Weshalb ich das weglasse, da komme ich später drauf, das wird dann leichter sichtlich werden. Das sei mal jetzt gelöscht, wenn das gut klappt. Denn wir brauchen die freie Tafel. Ich kann mich noch nicht ganz daran gewöhnen, dass ich eben keine Tafel habe, sondern dass ich hier ganz einfach so arbeiten kann. Ja, was hatte ich mir dann einfallen lassen? Ja, ich habe dann weiter ausgeführt, dass wir uns ja erinnern müssen und hatte noch einige Beispiele gesagt, aber in diesem Fall nochmal zusammenfassend daran erinnert, ich kann den Logarithmus relativ schnell bestimmen, wenn ich statt der 64 eine gleiche Basis wie die Basis des Logarithmus hinschreibe, denn dann kann ich sagen, aha, Logarithmus zur Basis 2 von 2 hoch 6, naja, dann habe ich automatisch schon die richtige Zahl ermittelt. Das ging ganz schnell, das ging ganz leicht. Jetzt ist es ein bisschen verrückt. Ich muss natürlich immer warten, was ich vorher geschrieben habe und kann es jetzt kommentieren. Ja, ich habe dann ein bisschen schwieriges Beispiel angeführt aus einer der Übungen für zu Hause, Logarithmus zur Basis von 25. Und jetzt ist es wichtig, dass ich aus diesem Ausdruck 1 durch Wurzel 5 erstmal irgendwie eine 25 kriege. Das mache ich schrittweise. Ich sage, das ist erstmal 1 durch Wurzel aus 5 ist 5 hoch minus 1/2. Minus heißt unter einem Bruchstrich. 1/2 heißt die Wurzel. Jetzt muss ich bloß die 5 noch umwandeln. Das heißt also, aus der 5 muss ich irgendwie eine 25 machen. Und Wurzel aus 5 ist 25, werde ich wahrscheinlich gleich schreiben. 25 hoch 1/2 habe ich geschrieben, ja. Und nach altbekannten Potenzgesetzen muss ich jetzt diese Exponenten noch miteinander multiplizieren. Das habe ich hier nochmal dran erinnert.
Es geht dann ab Minute 10 im Live-Text weiter. Das müsste eigentlich gut klappen. Also, ich habe das dann nochmal erklärt. Das ist dann 25 hoch, leitet der Logarithmus zur Basis von 25, von 25 hoch, ich schätze mal minus ein Viertel habe ich dann endlich hingeschrieben. Und demzufolge kann ich hier wieder ablesen, genau, ist minus ein Viertel. Das war nochmal zur Erinnerung. Wir brauchen das dann, um mit Logarithmen gut umgehen zu können, damit wir uns dann auf die Vereinfachungen, also auf die Gesetze konzentrieren können. Auch das habe ich wieder abgewischt. Siehe da, und es ging weiter. Na, einen falschen Stift genommen. Ich habe dann weiterhin ausgeführt, wenn ich a hoch m mal a hoch n multipliziere, dann erhalte ich a hoch m plus n. Logischerweise, ne? Das kommt aus den Potenzgesetzen, das ist nichts Neues. Wenn ich jetzt das a hoch m in Gedanken durch x ersetze und das a hoch n durch y, also es ist nur Ersatz, dann kann ich auch diese Ausdrücke umschreiben. Also a hoch m ist gleich x, das sage ich einfach nur und. Die Basis weiß ich, die heißt a, x kommt heraus. Also Logarithmus zur Basis a von x ist gleich m und entsprechend bei y ist es n. Demzufolge, wenn das so ist, kann ich auch sagen, ne, von dem gelben abgeleitet ist es x mal y. Also ich nehme einfach zwei Werte miteinander mal. Jetzt wird's schick. X mal y kann ich aber auch sagen, das ist. Ich nehme einfach den Logarithmus von x mal y. Wenn ich den bestimmen will, also wenn ich den Logarithmus eines Produktes bestimmen will, dann kann ich Folgendes draus machen: Das ist n plus n. Warum? Ganz einfach, das lässt sich. Ja, ich habe hier kurz eine Pause gemacht. Ich habe hier kurz eine Pause gemacht, habe in die Klasse gefragt und habe ableiten lassen, also einen Fakt ableiten lassen, habe nochmal erinnert. Wir addieren ja letzten Endes nur Exponenten. Anhand von Zahlen geht es wahrscheinlich immer besser, deswegen habe ich das nochmal so gemacht. Noch 2 Minuten, dann haben wir es geschafft, dann kommt wieder der Originalton. Heißt nichts anderes, wenn ich Logarithmen addiere, dann ist das ein Ergebnis von Multiplikation. Das ist Addieren von Logarithmen. Kurz zum Verweis, wer lustig ist genug dafür und mal im Internet nachschaut und das Wort Rechenstab eingibt, der wird Erstaunliches finden. Wir haben früher nur Logarithmen addiert und subtrahiert und haben damit Multiplikationen ausgeführt. Das war mit so einem einfachen Holzstab mit Skalen drauf, mit logarithmischen Skalen. Ja, ich habe diesen Zusammenhang dann nochmal dargestellt. Also der Logarithmus eines Produkts ist nichts weiter als das Addieren der einzelnen Logarithmen. Noch 1 Minute, dann kommt der Originalton. Daran haben wir angeknüpft. Angeknüpft heißt, wie verhält es sich, wenn ich zwei Zahlen durcheinander dividiere? Dann muss das nach Logarithmen, nach Potenzgesetzen so sein. Ich werde mal lauschen, ob der Ton kommt. Ja, ganz leise kommt der Ton schon. Ich könnte jetzt lauter 4 hinschreiben und lauter 4 unten hinschreiben und dann entsprechend kürzen, aber das lohnt sich nicht. Wir wissen es ja, das ist 17 minus 15 Exponenten. So, und jetzt hatte ich überlegt, wie kommen wir jetzt auf ein ähnliches Logarithmengesetz, was es uns vereinfacht. Und da werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Ich werde den Ton gleich wieder dazu schalten.